Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich dir nun einmal zeigen, wie du den Funnel, den ich eben erstellt habe im vorherigen Video, ganz einfach in dein ClickFunnels-Account importieren und letztendlich anpassen kannst. Du findest hier unter dem Video einen Link, über den du den Funnel in dein Account integrieren kannst. Wenn du nicht eingeloggt bist in deinem ClickFunnels-Account, dann wirst du zu dieser Seite kommen, in der du noch einmal siehst, dass ich dich dazu eingeladen habe, diesen Funnel in dein Account zu importieren und auch welche Funnel-Steps in diesem Funnel enthalten sind. Hier kannst du nun einfach einen Account von ClickFunnels erstellen, solltest du noch keinen ClickFunnels-Account haben, oder auf Add this Funnel klicken, um dich in deinen Account einzuloggen und damit diesen Funnel in dein Account zu importieren. Solltest du bereits in deinem ClickFunnels-Account eingeloggt sein, dann kommst du gar nicht zu dieser Seite, sondern der Funnel wird direkt bei dir in dem Account integriert. Und wenn du nun deinen Account erstellt hast, um diesen Funnel zu integrieren oder auf Add this Funnel geklickt hast oder in deinem Account eingeloggt bist, dann wirst du weitergeleitet. Der Funnel wird bei dir integriert und du findest ihn hier unter Shared Funnels, den passives Einkommenssystem Opt-in Funnel. Und nun musst du noch ein paar Einstellungen an deinem Funnel letztendlich selber vornehmen. Das machst du, indem du hier einfach auf den Bearbeitungsbutton klickst, um die Einstellung von dem Funnel anzupassen. Hier klicke ich einmal rauf und du siehst, wir haben hier nun genau die drei Seiten. Und das, was du nun machen solltest, ist, dass du die Seiten einmal durchklickst und jeweils hier den Link zu der Seite einmal anpasst. Ja? Denn diese sind wieder standardmäßig zurückgesetzt. Hier solltest du also selber für jede einzelne Seite ein Permalink vergeben, damit du diesen wieder aufgreifen kannst. Als nächstes musst du jede Seite öffnen und ein paar kleine Einstellungen vornehmen. Und zwar solltest du hier erst einmal die Opt-in-Seite öffnen, auf Edit Page klicken, um hier die Einstellung anzupassen. Und zwar siehst du, sind die größten Einstellungen vorgenommen, aber du musst hier einmal den Link zu deiner Impressum-Seite selber hinterlegen. Hier siehst du, ist nur ein Rautezeichen hinterlegt, hier muss der Link zu deinem Impressum rein. Und du musst auch deinen Namen hier unten angeben für diese Seite. Danach klickst du auf Speichern, um die Seite abzuspeichern und kannst dann die nächsten Seiten anpassen. Ich gehe also wieder zurück auf die Übersicht des Funnels, wähle dann die Bestätigungsseite aus und hier klicken wir dann wieder auf Edit Page, nachdem du den Link der Bestätigungsseite angepasst hast. Und auch hier müssen wir wieder zwei kleine Einstellungen vornehmen. Die Einstellung, die du noch einmal vornehmen musst, ist auch hier, den Link zu deinem Impressum zu hinterlegen und deinen Namen beim Copyright hier unten einzufügen und dann hast du auch diese Seite bereits angepasst. Und dann gehen wir wieder zur Übersichtsseite und kommen dann letztendlich zur Download-Seite. Hier müssen wir zwei, drei Schritte mehr erledigen. Wie gesagt, als erstes auch hier einmal den Link anpassen und danach klickst du auf Edit Page, um dies hier anzupassen. Und was du hier nun machen musst, ist zum einen genauso deinen Namen beim Copyright zu hinterlegen und den Link zu dem Impressum hier zu hinterlegen. Und dann müssen wir zusätzlich oder musst du zusätzlich einmal den Link hier zum Download hinterlegen. Ja, du musst also einmal auf den Button raufklicken, dann hier auf Set Actions klicken und hier nun den Link zu deinem Leadmagneten integrieren, indem du deinen Affiliate-Link auch eingebaut hast. Ja, das ist an dieser Stelle ganz wichtig, dass du natürlich den Link zu dem Leadmagneten integrierst, in dem dein Affiliate-Link enthalten ist. Und was du noch machen solltest, ist auch hier den Link anzupassen, wenn Leute diese Seite dann teilen, dass natürlich auch hier nicht die Opt-in-Seite von mir geteilt wird, sondern dass hier deine Opt-in-Seite geteilt wird. Also auch hier solltest du den Link zu deiner Opt-in-Seite integrieren. Wenn du das Ganze gemacht hast, klickst du hier wieder auf Speichern und kannst dann wieder zurückkehren zur Funnel-Übersicht und hast letztendlich damit bereits alle Seiten von deinem Funnel angepasst. Du siehst also, wenn du den Funnel integrierst, hast du wirklich nur ein paar kleine Steps, die du ändern musst, die du anpassen musst, ein paar Einstellungen, die du vornehmen musst und hast damit bereits deinen kompletten Funnel integriert. Wenn du natürlich nicht das passive Einkommenssystem bewirbst, sondern ein anderes Produkt, dann kannst du auch diese Seiten soweit anpassen, dass sie für das andere Produkt passen, dass du hier einen anderen Leadmagneten verwendest, eine andere Bestätigungsseite, die Texte ein bisschen anpasst und natürlich bei der Downloadseite dann auch die Texte anpasst und die Links. Und damit hast du dann bereits den Funnel komplett integriert und kannst diesen in den folgenden Schritten verwenden, das Ganze mit dem E-Mail-Marketing verknüpfen, was wir in den nächsten Schritten machen werden und darüber dein
Funnel fertigstellen bzw. diesen dann nutzen, um dir ein passives Einkommen als Affiliate aufzubauen. Okay, das war's nun für dieses kurze Video, wie du den Funnel bei dir in ClickFunnels integrierst und anpasst. Und wir sehen uns dann gleich im nächsten Video wieder. Bis dahin!